Junkfoodtaster.com und Weihnachten ist zwar vorbei, doch es gibt nochmal Glühwein mit dem Messmer Glühweingewürz. Ja, so ein Gewürz hatte ich auch schon mal gehabt, das Glühfix von Teekanne. Da habe ich allerdings in Epic Fail hingelegt, habe ich einfach den Zucker vergessen und ohne Zucker schmeckt das dann nicht. Genau. Es gibt hier zwei Rezepte. Einmal das Glühwein Royal und einmal alkoholfreier Winterpunsch. Das lasse ich jetzt mal unbeachtet. Ich mache Glühwein Royal. Genau, also 0,75 Liter Rotwein, dann eine unbehandelte Zitrone. Woher soll man das wissen, dass die unbehandelt ist? Dann das ein Beutel und drei Esslöffel Zucker und eine Prise Kardamom. Ein Wort, was ich zum ersten Mal in meinem Leben jetzt gelesen habe. Okay, also und die Zitrone lasse ich auch weg. Der Wein ist schon sauer genug, warum noch eine Zitrone? Genau, hier also die Anleitung. Ja, man macht den Wein heiß, bis er kocht. Und dann haut man Zucker rein, das Ding rein, 10 Minuten ziehen lassen. Und wird getrunken. Was ist das hier eigentlich nochmal? Nochmal hier für idiotensichere Anleitung. Okay. Okay, Feuerzangenbowle, das könnte man auch irgendwann mal machen. Das habe ich noch nicht gehört. Warum steht jetzt Apfelrotkraut und Apfelkompott hier? Keine Ahnung, ist ja auch mehr oder weniger egal. So, dann werde ich erstmal den Glühwein abwiegen. Oh, war ja jetzt, obwohl das ist jetzt falsch, egal. Ist ja ein Plus, Minus. Also Wasser ist ja 1 Gramm, 1 Milliliter bei Wein. Wein ist dicker, wie sagt man nicht? Wein ist dicker als Wasser, nicht? Blut ist dicker als Wein, ach was weiß ich. Ich gebe jetzt einfach mal 750 rein hier. So, 400. Ja, in der vorherigen Episode habe ich schon ein bisschen genascht von diesem Wein. Von diesem edlen Tropfen, der Burgherrn Domstolz. Ja, 60, bisschen verdampft noch. So, egal. Jetzt so. Genau, und ab auf die Platte und kochen. Oh, bitte eine Platte. Okay. Jetzt ist mal auch, was der Topf wiegt. Schalten wir das mal ab hier. Genau, und während das hier anfängt zu kochen, zeige ich euch nochmal das Gewürz. Oh Mann, ey. Ja, das ist bei mir alles experimentell. Ich übe vorher nicht das Verschieben der Platte auf dem Tisch. So, hier haben wir das Gewürz. Duftet wunderbar. Kann man sich auch als Duftbeutel ins Auto hängen. Okay. Ja, Orangenschalen sind und Gewürz. Über 10 Minuten, das betont jetzt zum 100. Mal, dass ich das jetzt 10 Minuten, da wollen wir mal aufschneiden. Ne? Das ist so eine Tradition bei mir. Teebeutel immer auch aufzuschneiden. So, jetzt weiß ich, die Experten hier. Was ist da? Also, Zimt ist ja so beige. Was war noch drin? Nelken? Keine Ahnung. Und Orangen. Gut. Ah, das ist ja fast der Ständer runtergefallen. Ja. Okay, ja. Genau, und den Zucker wiege ich noch ab. Ja, 3 Esslöffel Zucker. Das ist nur etwa die ungenaueste Angabe, die man sich vorstellen kann. Ja, gehäuft, nicht gehäuft. Dann gibt es noch unterschiedliche, bla bla bla. Ich habe mich entschieden, also normales Softdrink hat 10 Gramm auf 100 Milliliter. Da habe ich mich jetzt entschieden
75 Gramm reinzumachen. Ich benutze hier so einen Standardzucker, ja, Süßzucker. Ganz normal. Das Interessante an Zucker ist, für alle, die das nicht wissen, Zucker hat kein Haltbarkeitsdatum. Das hält, wenn das nicht nass wird, hält Zucker ewig. 1000 Jahre, kein Problem. Ja, gut. Jetzt gucke ich erstmal, was 3 Esslöffel überhaupt bedeuten würde. So. Wenn ich mich nach den halten würde und 3 Esslöffel nehmen würde, würde ich kommen auf 54 Gramm. 55 Gramm, aber ich gehe halt noch ein bisschen weiter. Genau. Ich habe so 1/4 oder so genommen, 80 Gramm Zucker. Das. Okay. Ja, es hat angefangen zu kochen. Es hat mit diesen Geräuschen begonnen. Jetzt fängt es langsam an, richtig loszublubbern. Beeil ich nicht, also mal. Ach, man soll es doch auf der Kochstelle das Zeug reinhauen. Wobei, das ist jetzt wirklich egal. Ja, den Papierclip schneide ich mal ab. Das muss nicht unbedingt sein. Und noch den Zucker rein. Oh Gott. Ja, irgendwas ist passiert. Egal, runter von der Kochstelle. Und 10 Minuten ziehen lassen. So, Uhr daneben liegen lassen. Genau. 37 ist hier Schluss mit ziehen. So, es ist Zeit. Ja, man müsste das mal hochrechnen, ob das wirklich billiger ist. Wobei ich ja auch wirklich den preisgünstigsten, oh, ich weiß gar nicht, wie teuer der war, ja, Tetrapack Wein genommen habe. Müssen wir natürlich wissen, am Weihnachtsmarkt, welche Glühweine die dort verwenden. So, jetzt das Becherchen und eingießen. Prost. Ja, schmeckt gut. Ich habe das jetzt sehr süß gestaltet, muss ich sagen. Aber es ist jetzt wirklich nur so viel, obwohl, das stimmt nicht. Im Wein selbst ist ja auch noch Zucker drin. Weiß ich gar nicht, wie viel Zucker Wein hat. Ja, richtig süßer. Süß und warm, alkoholhaltig. Ja, ich habe ja kurz davor diesen Wein auch extra einzeln verkostet, um einfach 2 Reviews draus zu machen. Und der schmeckt total sauer und widerlich. Ich muss mich schütteln davon. Und nach dieser Behandlung, kann man das wunderbar trinken. Ja, gefällt mir irgendwie. Ja, okay. Ja. Wobei ich ehrlich sagen muss, jetzt Resümee, erstes Jahr Glühweingetränke, Verkostung. Dieser Kinderpunsch, was ich als allererstes verkostet hatte, das war von den Gewürzen her und so, da war jetzt kein Alkohol drin, aber von den Gewürzen her und so war das wirklich das intensivste, das beste. So, this is now like a hot punch and you buy this hot punch seasoning which comes in this tea bags. It's cinnamon, orange and Nelken. Nelken is. So, the Nelken are the gloves. Basically, I also, actually, I wrote something like this. The
Glyphix, and what I didn't do there, I didn't added sugar. It's very important you add sugar. Otherwise you get a very nasty drink. Just check out this episode I did before. Yeah, I did a lot of sugar. I did like the amount a normal soda has, extra the sugar the wine already has, so I created a very sweet hot wine punch. And I think it's fantastic. I used a very extreme value for money a wine from Tetra Pak, and it's very sour. It's sour Irish, it's displeasant to drink. But with all the sugar and the heat, it starts getting to be fun. So interesting. And of course, what is the seasoning here? Okay, have you ever heard about such recipes, hot wine punch seasonings? Let me know. And just as a review, and I hope you learned something. Like on the Weihnachtsmarkt, the Christmas market in Germany, they sell also hot wine punches. The question would be whether they use similar seasonings. Yeah, but I have no insight on this one. Never worked on a Christmas market. So this was a review. Thanks for watching.